Hey Leute, na, ihr wollt wissen, wie der nächste Patch in League of Legends wird? Wenn ihr mir 5 Minuten gebt, dann werdet ihr alles wissen, was ihr wissen müsst. In welche Richtung es sich entwickelt und was wir auch für neue Items bekommen. Mein Name ist Flutidos und bei mir lernt ihr normalerweise Support-Gameplay. Bei mir lernt ihr alles über Support. Doch heute werden wir auf die PBE-Changes schauen, wie wir im Endeffekt letztendlich League of Legends weitermachen müssen. Solltet ihr Fragen an mich haben, schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei, wenn ich streame. Montag, Mittwoch und Samstags wäre das. Guckt einfach in die Beschreibung, dort findet ihr den Link zu meinen Socials. Schauen wir zunächst einmal zu den Champion-Änderungen. Hier haben wir Rumble, Lee Sin und Riven auf der Nerf-Liste. Die will man da ein bisschen nerven und Rumble speziell möchte man aus dem Jungle rausdrücken. Na, und dann haben wir aber auf der anderen Seite Dr. Mundo, Xayah, Aphelios und Olaf auf der Buff-Liste. Und Mundo soll eben im Jungle präsenter werden, soll da ein bisschen Liebe erfahren. Zudem sind noch 2 Champion-Adjustments da, das heißt, meistens werden da nur ein paar Dinge geschiftet. Tahm Kench, der tatsächlich ein Mini-Rework bekommt, bei dem werden einige Fähigkeiten geschiftet, bei dem wird so ein bisschen was eben geändert, dass man ihn einfach wieder öfter sehen möchte. Und Viego möchte man von der Mitte wegkriegen und lieber im Jungle sehen. Da haben wir eben diese Adjustments. Gehen wir weiter zu den Item-Änderungen und ich fasse es jetzt mal für euch nur mal ganz grob zusammen. Die ganzen Movement-Speed-Items oder Items, die Movement-Speed beinhalten, werden genervt. Dazu zählt so etwas wie Shirelias, der Black Cleaver, die Trinity, Lichbane, Deadman's Blade, Cosmic Drive, Stridebreaker, ganz interessant, komme ich gleich dazu, Gale Force, Prowler's Claw, Death Dance, und letztendlich auch die Nimbus Cloak Rune. Ich gehe mal kurz zurück zum Stridebreaker. Was wird hier geändert? Man entfernt den Dash. Der Dash wird rausgenommen. Dafür hast du praktisch jetzt eben diesen Wave-Effekt. Und der, wenn er einen Gegner trifft, hat dann einen richtig, richtig starken Slow. Na? Also letztendlich kann man eben da schon ziemlich viel dann trotz allem damit machen. Und man wird dieses Ding jetzt dann casten können, während man sich bewegt. Hat also keinen Stop-Effekt mehr. Kann man also schön in Kombos mit einbauen. Während man eben bei sowas wie dem Stridebreaker dann auch den passiven Movement-Speed-Bonus, die Mythic-Passive, um 1% reduziert, hat man bei Death's Dance beispielsweise den Bonus raus, dass Takedowns kurzzeitigen Movement-Speed-Bonus geben. Na, Movement-Speed also an allen Ecken und Enden genervt. Dafür bufft man auf der anderen Seite ein bisschen AP. Ludens Tempest, Liandris und Everfrost, alle AP-Mage-Items aus der Mitte heraus, die werden leicht gebufft. Das trifft natürlich auch so jemanden wie Lux-Support, Brand-Support, Zyra-Support, die freuen sich darüber. Der Moonstone-Renewer wird auch nochmal gebufft. In welcher Art und Weise, weiß ich halt leider noch nicht. Ich bin mega heiß drauf. Und dann haben wir noch so eine Geister-Po-Rune, wird auch gebufft. Kommen wir zu den neuen Items. Und da haben wir Tank-Items, mehrheitlich für die Top-Lane, allerdings auch auf Tank-Support dann manchmal zu nutzen. Nehmen wir erstmal den Hullbreaker. Das ist praktisch ein Item, das für AD-Bruiser gedacht ist, baut sich mehrheitlich aus AD-Items heraus, gibt uns dann auch AD und Leben und hat praktisch den Effekt, sollte kein verbündeter Champion in der Nähe sein, dann bekommen wir einen Wert an Rüstung und Magieresistenz, das ist level-skalierend, also ist auch noch ein klein bisschen Scaling dahinter und wir verursachen 20% mehr Schaden an Türmen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist auch noch der Effekt drauf, dass nahe große Minions, also ein Cannon-Minion oder ein Siege-Minion, uns den dreifachen Resistenzbonus geben würden, also wenn die in unserer Umgebung sind, und den Schaden an Türmen auf 200% erhöhen. Finde ich ein bisschen too much, hat auch auf dem PBE nicht wirklich funktioniert. Ich habe das Ganze hier mit einem Malphite getestet und dieser Bonuseffekt mit großen Minions war nicht vorhanden, aber immerhin etwas, ne? Diesen extra Schaden, den kann man tatsächlich bemerken und ist auch richtig, richtig gut für diese Top-Lane-Bruiser. Ist im Endeffekt eine Variante, den Split-Push wieder populär zu machen. Schauen wir auf das zweite neue Item und das sind Aphemas Ketten. Richtig starkes Ding. 2500 Gold würde es uns aktuell auf dem PBE kosten. 650 Leben bekommen wir. Ein bisschen Ability Haste und eine Connection-Fähigkeit. Hier können wir uns mit einem Gegner verbinden. Sobald wir eine Verbindung mit dem Gegner eingehen, bauen wir Stacks ihm gegenüber mehr oder weniger auf. Pro Stack bekommen wir 1% weniger Schaden von diesem Gegner. Bis zu 30 Stacks können wir sammeln, 30% weniger Schaden müssen wir natürlich über eine Minute aufbauen, ist aber richtig, richtig gut. Damit kann man einen Gegner eigentlich damage-technisch rausnehmen für einen selber. Und haben wir jetzt maximale Stacks gesammelt, dann hat dieser Gegner 20% reduzierte Tenacity, während wir in seiner Umgebung sind. Das heißt, CC-Effekte gegen ihn sind wieder stärker.
auch wenn er Tenacity baut. Es steht jetzt nicht dabei, dass die Tenacity in den negativen Bereich das Ganze gedrückt werden kann. Wäre aber richtig stark, weil dann lohnt es sich auch extrem für Support-Tanks, wenn man sagt, man möchte eben einen einzigen Gegner wie einen ADC rausnehmen und den CC auf ihn verlängern. Ja, ihr könnt dieses Item connecten, wenn ihr tot seid. Ihr könnt das Ganze global connecten, solange ihr den Gegner irgendwie seht. So viel wissen wir schon mal, ist also richtig, richtig stark, ganz ehrlich. Damit wisst ihr jetzt Bescheid über die neuen Items. Was haltet ihr davon? Habt ihr ein besonderes Liebling jetzt hier rausgehört? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich persönlich bin richtig hyped darauf. Das heißt nämlich wieder mehr Makro-Game, mehr taktische Komponenten, die hier in League of Legends mit reingebracht werden können. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, lasst dem Video ein Like da. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und wenn ihr mich richtig krass unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einer Kanalmitgliedschaft. Für all diejenigen, die das machen, möchte ich euch auch darum bitten, verbindet euer Discord mit eurem YouTube Account. Dadurch habt ihr bei mir auf dem Discord nochmal Zugriff auf Sonderkanäle und da gibt es nochmal ein paar Tipps extra. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.